Hallöchen, das wird ja hier ein Premierenvideo. Ob ich im Chat dabei bin, weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht bin ich dabei. Ich habe geschenkt bekommen, dieses Kistchen. Habe ich mir schenken lassen, sage ich mal so, von meinem Schatzi, da sage ich auch danke. Man sieht schon, irgendwas mit Skala, irgendwas mit vielen Knöpfen, ist aber kein Radio. Und wenn man da so guckt, das könnte ein Frequenzgenerator sein. Ist es auch. Es ist ein Frequenzgenerator. Es ist ein Frequenzgrundwellenmodulator, sagen wir es mal so. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Ist von 1970 so circa. Preislich keine Ahnung, aber da das Messgerät Zeugs ist und von der Firma, was es ist, das zeige ich nachher gleich. Gehe ich mal von aus, dass sie so schätzungsweise mehrere hundert Mark waren. Wenn ich schon sogar über ein paar tausend. Ich weiß es nicht. Es ist ein kleines Kistchen. Derjenige, der die Dinge hatte, der hatte noch zwei weitere, aber das Geld hatte ich dann nicht mehr. Beziehungsweise mein Schatzi. Ich sag nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich habe nur gedacht, das ist ganz gut, nehme ich mit, sieht gut aus. Ich habe hier einen RF, einen Ausgang, keine Ahnung, und einen AF, einen Ausgang, auch keine Ahnung, was genau. Ich zeige euch mal, von wem das ist. Ich mache das mal ab, und zwar von der Firma. Denke ich mal, ist das nicht gerade billig gewesen. Und zwar Nordmende Experience. Das ist die Nummer, die E3601. Es ist ein HF-Grundwellenmodulator, wo ich auch Audio drauf modulieren kann. So wie ich das jetzt verstanden habe. Die Bedienungsanleitung muss ich mir nochmal direkt raussuchen. Aber anscheinend ist das, um Radios zu testen, ob die überhaupt empfangen oder nicht. Ich habe auch schon mal versucht reinzuschauen, also das ging nicht, da müsste ich die ganze Frontplatte abnehmen. Das werde ich jetzt nicht machen, ich lasse es erstmal so, außer ich kriege nachher gleich ein Problem damit. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, hier steckt ein Stecker drin. Das habe ich ja. Da habe ich das und der Stecker sieht so aus, es ist kein BNC. BNC hätte ich hier. Wo bist du jetzt? Nein, da. BNC würde so aussehen. Da habe ich ja auch hier mit Krokodilklemmen, aber das passt da leider nicht dran. Das sind diese, wie soll ich sagen, diese VHF, UHF, wie auch immer, Fernsehantennen, Stecker, Buchsen, keine Ahnung. Eventuell, wenn ich was finde, was passend ist, wegen Baugröße, Einbauart und weiter, auf BNC umbauen. Ist einfacher wegen diesen Kabeln hier. Und hier ist der Frequenzbereich, ich weiß nicht, ob man das sehen konnte, geht von 150 Kilohertz bis 220 Megahertz. Ich denke mal, 220 Megahertz über die Buchsen, das ist fraglich. Aber eine Sache kann ich euch zeigen. Das will ich mal machen. Ich will nämlich mal gucken, ob das Ding überhaupt funktioniert. Zwar Spannung. So muss ich hier die kleine Klappe öffnen. Ich hoffe, die Schrauben fliegen mir jetzt nicht weg. Ich habe ja hier vorhin noch ein Video gemacht. Das habt ihr sicherlich schon gesehen. Und ich habe hier auch was liegen. Das könnte ich damit gleich mal ausprobieren. Und zwar muss ich das nur noch rauskriegen. Und da ist eine Batterie drin. Ein viereckiger Klotz. Und zwar eine Warta. Das Kabel ist aber auch schon. Und ich zoome mal drauf, ich gucke mal, ob wir das hinkriegen. Ich will euch die mal zeigen. Also wir können ja froh sein, dass wir sowas jetzt haben.
wie wir es heute haben. Und zwar ist das eine... Oh. Blödes Viech. Eine 9 Volt Blockbatterie. Aber eben in dieser eckigen Form. Auch mit solchen Anschlüssen. Also ich sag mal so. Der Kamera. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Die hat noch so 40 Millivolt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der 3.5 heißen soll oder was. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich denke mal, die Batterie ist auch so 70er Jahre. 80er. Ich weiß es nicht. Obwohl, in den 80er hatten wir die schon gar nicht mehr. Da hatten wir die anderen altbekannten 9 Volt. Also, das ist ja schon echt. Ja. Also ich finde die gar nicht so schlecht. Die werde ich mir aufheben. Die werde ich nicht wegtun. Die ist auch nicht ausgelaufen. Nix. Ich habe jetzt leider keine zweite. Ich möchte sie leider nicht, ich möchte sie nicht kaputt machen. Aber ich möchte gerne wissen, was drin ist. Aber dann müsste ich sie kaputt machen. Und das mache ich nicht. Die sieht so geil aus. Die packe ich mir weg. Das ist ein schönes Lammlerstück. Also die habe ich, so habe ich noch nie gesehen. Gut. Ich werde aber... Jetzt kommt meine Uhr. Ich werde aber ein Netzteil nehmen. Mein Labornetzteil. Das stellen wir erstmal auf 9 Volt. Und den Strom stellen wir erstmal auf 30 mA. Ja, 30 mA. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt leider keine farbkodierten, aber das ist Plus. Das machen wir da mal ran. Und das ist ein Minus. Mal gucken, ob ich die Kiste umgedreht kriege. Vielleicht hat das ja Licht, ich weiß es nicht. Wollen wir keinen Kurzschluss machen. So, off. Einmal auf 0, Modulation, Minus, Range. Dann mache ich Nummer 1, Kilohertz. Also es läuft auch noch ziemlich leicht. Mache ich mal hier so runter. Hier ist noch ein Kalibrierknopf. Damit kann ich die Skala hin und her schieben. So ein Stücken. Ich versuche die mal so ein bisschen in die Mitte zu kriegen. Da ist wohl ein 1 MHz Quarz drin. Ich weiß es jetzt nicht genau. So, RF-Frequenz. Achso. Gehe ich auf das Minimum. Range 1, off, 0. Und AF-Frequenz minus. So, jetzt geben wir mal Saft drauf. Passiert nichts. Wenn ich jetzt auf RF gehe, 0,06 Ampere. Modulation 10 mA. AF 4 mA. Calibration 11 mA. Und Batterie oder was ist das hier? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf RF. Guck mal, dass ich hier keinen kurzen mache. Habe ich hier ein Radio. Nehme ich mal das. Ich denke mal, das eine muss an die Antenne. Das an die Antenne, wenn das so geht. Und das an Minus. Ich versuche es einfach mal on. Das ist auf 153 Kilohertz. Tut sich nichts. Gehe ich mal ein bisschen höher. Hier mit der... Was ist das hier? RF. Da passiert.
passiert was. Ich brauche 155. Schätze mal das so. Da passiert was. Also irgendwas passiert hier. So, müsste ich ja eigentlich mal ein Audiosignal einspeisen. Wie kriegen wir das am blödesten hin? Habe ich hier irgendwie ein Audiosignal, was ich da einspeisen könnte? Zum Beispiel von dem DAB-Radio. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ob das auch noch der Kopfhörerausgang funktioniert. Ich kann es probieren. Mach mal an. Willkommen zu Dings Connecting. Abspielen. Queen. So. Passiert nichts. Modulation. Was habe ich jetzt eigentlich noch? Lautstärke. Ja. So. Gute Frage, nächste Frage. Das so geht. Ich versuche es einfach. Ich kann es nicht versprechen, ob hier was überhaupt hinhaut. Da tut sich nichts. Aha. Da tut sich nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Radio liegt. Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich muss mal was gucken.
Ich habe mir die Bedienungsanleitung noch nicht angeguckt. Passiert nichts. Kann jetzt Mono sein. Komisch, weiß ich nicht. Wieder aus, so. Also das funktioniert. Wenn ich jetzt 500. Mache ich das noch fest. Funktioniert. 3.900. Dann müsste ich ja auf 3 gehen. Drei. Passt nicht. Bin ich hier bei 1,9. Dreitausendneunhundert Kilohertz. Wo ich bei 3.900 bin. Jetzt gehe ich mal auf 4.700. Bin ich bei 2 noch was. Jetzt gehe ich mal bei 5.009. Anscheinend scheint der ganze Bereich hier nicht drin zu haben. Jetzt bin ich bei 7.100. Dann bin ich jetzt bei 5.900 bin. Müsste ich jetzt, das ist die hier in der Mitte. Passt auch. Also kann ich euch da zeigen. Das wäre da. Gehe ich mal auf 11.600.
Das wäre dann. Da hinten, ne? Das passt. Und die davor mal die Skala. Hat er auch. Das wäre die hier oben. Zwischen 2 und 2,5. Das ist wieder die Skala. Ist ja eigenartig. Wie weit komme ich noch? 13, 15, 17, 21. Ich glaube, das konnte bis 26.100. Ich spule mal vor. Versuchen, dass wir das hier so sehen. Gib mal einfach ein 26.000. So, immer noch Kurzwelle. Sechsundzwanzig zwei, fünf, sechs, sieben, siebenundzwanzigtausend. Wäre schon fast im Elfmeterbereich. Das ist ja jetzt schon CB-Funk. Meter. Aber alles AM, nicht FM. Wie weit kommen wir jetzt mit dem Radio? Neunundzwanzig Megahertz. Neunundzwanzigtausendneunhundertfünfundneunzig. So, das wäre dann Nummer 5. Nummer 5? Das schafft die Kiste sogar auch noch. Dann kommen wir auch in den UKW. 76 MHz FM. Das müsste dann 7 sein. Megahertz. So, 108, ne? FM 108. Kommt jetzt zur Musik. Machen wir mal 107,7. Naja, kommt noch ein bisschen Musik durch.
Dann müsste ich auf Nummer 7 bleiben. Kommt da auch hin. Also da kommt die Kiste auch hin. Das ist auch gut. Und höher kann ich nicht. Also bis 220 kann ich jetzt nicht testen. Bis 220 Megahertz. So, aber wie funktioniert das mit dem AF? Ich habe was gelesen, dass ich sogar Audio einspeisen kann. Audiofrequenz. Muss doch irgendwie funktionieren. Wenn ich das jetzt nochmal probiere. Probiere das nochmal. Nehme ich nochmal das DAB Plus. Also da funktioniert schon mal irgendwas. Was genau? Ich gehe mal in den Kurzwellenbereich, hier so bei 15.000. So 15 wäre 4. Nee. 5 hier hinten. Da. Ich mal mit dem Radio mit. Da wäre was gekommen. Aha, bei Calibration. Thank you.
Das mal so. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd. Aber das ist ja eigenartig hier. Wenn ich jetzt auf SSB gehe, da war doch was gewesen. Naja, gut. Aber es funktioniert. Aber da könnte man. Also da kommt irgendwas.
Modulation will. Ich weiß es nicht. Oh, was haut hier rein? Kommt nur drauf an, auf was macht er das? Arm FM? Versuchen wir mal FM. Nee, macht er nur AM. Gut. Ja, also grob gesagt, die Kiste funktioniert. Bis 108. Also bis dahin geht das Ding. Also bis 108 MHz geht die Kiste auf alle Fälle. Wahrscheinlich wird sie auch 220 MHz schaffen. Aber jetzt wüsste, wo ich meinen Handscanner habe. Dann könnte ich das sogar gucken. War dann drin. Die sind aber leer. Na gut. Das haut dann nicht hin. So, gut. Dann mache ich hier das Video zu Ende. Das wird wohl lange genug gedauert haben. Ich gucke mir nochmal die Sachen an. Ich versuche die Datentelle zu kriegen. Und nochmal die Bedienungsanleitung, wie das genau funktionieren soll. Aber ich bin ja so ein Typ von Try and Error. Und irgendwie hat es ja gerade funktioniert, so halbwegs. Ein bisschen Audio drauf modulieren.
Aber die Kiste ist gar nicht mal so verkehrt. Also da kann man jetzt sagen, das ist okay. Ich könnte höchstens noch mal gucken wegen dem, da stand ja Kali. Also hier soll ein 1 MHz-Signal rauskommen. Wenn ich jetzt mal. AM 1000 999. So, das haben wir auf Nummer 2. Angeblich. 902, 4, 6, 8. Also da müsste ich dann mit der Modulation landen. Also müsste da so in etwa kalibriert sein. Gut. Aber das war's dann auch. Oder geht das noch? Ah, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe ja den noch gar nicht ausprobiert. Das Radio weggeräumt. Moment. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Was auch andersrum geht. Nö, so rum funktioniert es nicht. Gut. Dann, ja, danke fürs Zuschauen. Ich mache vielleicht noch mal ein zweites Video hier drüber. In Innenaufbau, wie auch immer, wie das von innen aussieht. Ich habe es schon mal probiert, im Moment habe ich es nicht hingekriegt. Muss ich die ganze Front abnehmen. Das möchte ich jetzt nicht machen, nicht unbedingt. Aber so kann man wahrscheinlich Radios testen, ob die auch wirklich da sind, wo sie hingehören. Natürlich ist es jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier damit Skalen eichen will, aber weil ich die hier auch feststellen kann. Ist ja auch blöd. Aber wie gesagt, ich werde mir da nochmal ganz genau durchlesen, wenn ich die Sachen kriege. Im Moment darf ich noch nichts downloaden, muss noch warten. Da werde ich dann noch einen zweiten Teil zu machen. Ich fand aber halt die Batterie hier sehr, sehr witzig. Ja, ein 9-Volt-Block. Werde ich dann wohl hier hinten auch ändern müssen. Für den normalen 9-Block, die wir ja heutzutage haben. Da müsste hier auch zwischenpassen. Und das war's dann. Und von unten ist dann nur noch ein Aufkleber. Hier ist anscheinend noch eine Buchse, wofür die aber jetzt genau ist.
scheint Strom zu sein, weil das gehen beide Kabel ran. Aber ich kenne den Steckertyp nicht. Was da für ein Stecker reingeht, ob das ein Klinkenstecker ist. Eher nicht, der ist nämlich zu klein. Ich weiß nicht, was da für ein Stecker reinkommt. Gut, aber soweit haben wir ja gesehen, die Kiste funktioniert. Da waren noch zwei andere, also das eine, ich weiß nicht, ob das mit einer Glimmlampe funktioniert hat oder was. Es waren Ohmmeter und Kondensator. Das andere war irgendwie für Spulen. Aber das war so komisch. Da war keine richtige vernünftige Anzeige drauf. Vielleicht. Wenn ich es vielleicht noch schaffe, dann vielleicht noch eins von den anderen Geräten. Aber das kann ich nicht versprechen. Das hier ist schon mal ganz gut. Ich schaue noch mal genau, was das mit AF zu tun hat. Was genau? Ich kann es nicht genau sagen. Oder es ist irgendwas drin kaputt. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Zumindest die Frequenzen stimmen soweit. Bis auf das hier in einer Skalenbereich eben das auch mit rauskommt. Aber ob das jetzt Oberwellen waren, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Dafür waren sie zu stark. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.